Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry New Dawn. Genau so heißt das Spiel. Ich musste mich gerade erstmal wieder sammeln. In der letzten Folge. Ja, wer schon wieder? Kommen die hier lang? Natürlich nicht. Aber das ist genauso eine Waffe, wie ich die haben wollte. Perfekt. Ach komm, als ob die wieder hier sind. Ich dachte gerade schon, da wäre jemand oben. Oh oh. Oh oh. Bienen. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht. So. Jetzt wird's doch nochmal interessant. Oh Gott. Okay, das hat funktioniert. Ein bisschen Vorräte sind auch am Start. Beziehungsweise ein paar Vorräte sind auch am Start. Diese Grammatik immer. Und ja, wo ist... Da hinten habe ich geparkt. Nice. Das Ding nehme ich jetzt nicht. Wo? Okay. Der gehörte nicht zu denen. Es ist ja echt krass, wie das Land einfach so komplett den Bach runtergeht. Und einfach so alles... Aber es ist auch irgendwie hübsch. Ich weiß nicht, ich bin mir noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Es ist irgendwie hübsch, aber irgendwie ist es auch ein bisschen traurig. Vorher fand ich es irgendwie ein bisschen schöner mit ein bisschen Zivilisation. Aber jetzt finde ich es einfach ein bisschen bunter. Ich bin mir echt unschlüssig, was ich davon halten soll. Hi. Na, was geht so? Was geht so? Was geht so? Ja? Bin ich das? Ich denke nicht. Ihr solltet vielleicht nicht irgendwo in der Wildnis grillen. Lesen? Okay, irgendein Fleischvorrat. Das juckt mich jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. So, dann sollten wir ja jetzt auch eigentlich schon fast da sein. Oder? Okay. Schwarzbär, ja, den Bär muss ich jetzt nicht unbedingt jagen. Das waren, glaube ich, keine von denen. Stirb. So, jetzt muss ich wieder so ein bisschen durch die Gegend laufen. Tschüss. Hi. Ich hab dich zuerst geschlagen. Ich muss mal kurz Erste Hilfe reinpfeifen, bitte. Danke, danke, danke. So. Moment, 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 Moment. So. Habe ich dafür wieder Munition? Ja, nice. Okay. Cool. Ich denke aber nicht. Tschüss. So. Die liegen hier halt jetzt überall rum, ne? Hier auch noch. Das sind aber auch nervige Kameraden hier. Okay, hier ist nur ein Tresor. Okay,
Komme ich jetzt von hier aus aufs Dach? Ja, nicht so, ne? So schon. Hallo? Finde eine Möglichkeit, in das Gebäude zu gelangen. Okay, in welches? In das da? Wird das irgendwie von oben möglich sein? Ups, ouch. So vielleicht? Eher nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht eine Idee, das Gebäude in die Luft zu sprengen, aber das kann ich, glaube ich, knicken. Vielleicht irgendwo von der Seite? Sieht nicht danach aus. Ist überhaupt das Gebäude hier gemeint? Also, ist es überhaupt das Gebäude? Oder ist es eher das da? Ich weiß es nicht. Im Suchgebiet. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ich glaube halt, es ist das Gebäude, oder? Da sind ja auch irgendwelche Notizen drin. Hier wird's, durch die Tür wird's nicht gehen. Und von ganz oben? Ich denke eher nicht. Okay. Puh. Ja, keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Super crazy. Ich hoffe halt überhaupt, dass das hier das richtige Gebäude ist. Ich schaue mich jetzt nochmal hier so ein bisschen um. Und gehe nochmal kurz hier rauf. Hier liegt ja auch noch überall Zeug. Also es scheint ja das Gebäude zu sein, oder? Was sollte denn das? Das wollte ich doch gar nicht. Bin ich blind? Mein Plan wäre jetzt gewesen, irgendwie oben durchzugehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ob das was wird, I don't know. Wir versuchen es einfach. Und schauen uns einfach hier um. Okay, das ist auch eher kontraproduktiv. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Also ich glaube, ich bin hier echt ziemlich falsch. Komponenten nehme ich halt gerne mit, aber... Okay, also es ist definitiv dieses Gebäude gemeint. Ich renne jetzt einfach mal hier runter. Aber es wird ja eigentlich... Das ist halt das Weirde. Dieses Suchding ist einfach hier drauf. Warum? Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Jetzt ist es plötzlich das Gebäude. Ja, moin. Macht Sinn, Spiel. Wirklich, macht Sinn. Oder sollen wir jetzt über diesen Schacht ins andere Gebäude kommen? Ich habe keinen Plan. Oh, oh. Nice. Immerhin sind wir noch auf so einem Vorsprung gelandet. Wo bin ich denn? Moment, gute Lady, ich muss kurz nachladen. So, Wiedersehen, ne? Tschüsschen. Ich benutze mal eben kurz ein Erste-Hilfe-Set. Wofür haben wir die Dinger denn? So. Okay.
So, jetzt noch eine über. Tschüss. Wo bin ich jetzt gelandet? In irgendeinem Bunker? Also in irgendeinem Loch, meine ich. Okay, und hier geht's jetzt wieder hoch ins andere Gebäude. Na gut. Dann auf! Oh mein Gott! Ich dachte, du wärst tot! Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst! Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Ach echt? Ich wollte jetzt eigentlich noch Kaffee trinken. Mensch. Ja, an sich eine gute Idee. Ich muss mich hier nur vorher noch kurz umschauen. Aber hier gibt es jetzt auch nicht so viel. Was ist das? Okay, interessant. Kannst du nicht einfach die Fresse halten? Tschüss. Verfolgen die uns? Oder kommen die eher so von vorne? Oh. Jetzt nicht mehr. Na, das kann ja jetzt witzig werden. Hinter uns ist auf jeden Fall keiner. Tschüss, ne? Wiedersehen. Tschüss. Ich sehe da nicht so viele. Da ist jetzt einer. Ja gut, aber der macht sowieso nicht mehr lange. Wo denn? Oh. Von wo denn? Ich drehe mich doch schon die ganze Zeit im Kreis. Da kommt jetzt mal jemand. So, und der ist auch down. Sehe ich jetzt nicht so. Wo denn? Oh, da. Ich glaube, der ist down, oder? Nee, der ist noch nicht down. Alter, fuck mich nicht ab. Tschüss. Tschüss. Nein, das ist doch nicht so. Da ist gerade was explodiert, siehst du ja. Nee, nicht mehr. Oh, oh. Tschüss, Lady. Ach. Ist doch gar nicht wahr. Die Lady macht's nicht mehr. Keine Sorge. Aber ich hoffe echt, dass das Ganze in der Aufnahme flüssig ist. Bei mir ist es extrem flüssig, aber die Aufnahme sieht echt ziemlich ruckelig aus. Und das muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Hier ist halt jetzt niemand, ne? Ich weiß nicht, ist das jetzt vielleicht die Ruhe vor dem Sturm? Da hinten ist jemand. Hm. Der wird aber auch nicht sonderlich lange dranbleiben. So, wiedersehen. Hm.
Wo? Ich hätte ja jetzt gedacht, die sind auf der Brücke, aber war ja jetzt auch nicht so. Mein Bein ist im Arsch. Ich kann nicht fahren. Du weißt, wo wir hinwollen. Der Rest des Weges. Kann er dann hinten drauf gehen? Sein Bein ist im Arsch. Jetzt auf einmal. Das ist ja wohl nicht sein Ernst. Ich hoffe, das ist überhaupt der richtige Weg. Das hoffe ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo hinfahre. So genau wissen kann man das nämlich nie. Wir nähern uns auf jeden Fall dem Ziel. Die Frage ist halt nur wie. Nee, hier bin ich noch nicht abgebogen. Bin ich hier abgebogen? Nein. Hier bin ich immer abgebogen. Ja, die sind einfach nur irre. Also mach dir da keine Sorgen, die sind einfach nur irre. Also passt schon. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay, dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Los. Also gut, fangen wir an. Wow, 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 hey, warte. Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee. Boah, hier ist der Pagist. Na, howdy. Oh, hey. Hey. Du bist dieser Fettchen aus dem Zug, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir setzen an der Stelle einfach mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal gucken, was uns hier noch so alles erwarten wird. Denn die Mission fangen wir jetzt noch nicht an. Gut, bis dahin.